Herr Glocke, bei der Lektüre von Einar Schläfs Buch Droge, Faust, Parsifal bin ich auf einige Ungereimheiten gestoßen, unter anderem auf die Darstellung der am Ende nicht zustande gekommenen Parsifal-Inszenierung in Nürnberg unter Ihrer Leitung. Was hat Sie in der Arbeit mit Einar Schläf als Regisseur, Bühnenbildner besonders gereizt und bewogen, ihn zu engagieren? Na, zunächst mal war er damals, man muss natürlich die Zeit von heute bis damals ein bisschen ausblenden, weil im Rückblick wird einem vieles klarer, war damals interessant, einen in der Ost-West-Spannung stehenden Regisseur zu haben. Ich hatte wenige Jahre ja zuvor mit Ruth Berghaus Cosi erarbeitet, in Freiburg war das noch. Und sie hat mir damals auch schon von Einar Schläf erzählt und ich hörte von verschiedenen Seiten, dass Schläf sich sehr mit Sprache auseinandersetzt, dass er eben ein Multimedia-Mann ist, würde man heute sagen, also einer, der zwischen den Welten hin und her schreitet. Er ist ja nicht nur Regisseur, sondern er ist Autor, er ist Literat, er ist Bühnenbildner, er ist Fotograf, er ist Essayist. Das hat mich alles sehr interessiert, weil ich denke, dass damals dachte ich, für Parsifal könnte das sehr, ja, sehr horizonterweiternd sein und ich konnte eigentlich gar nicht ahnen zu dem Zeitpunkt, auf was ich mich da alles eingelassen hatte. Aber ich bin zunächst sehr positiv an diese Sache herangegangen. 1994, zur Zeit Ihres Parsifal-Projekts, war der Ruf von Einar Schläf allerdings als äußerst schwieriger, eigenwilliger Teampartner schon allgemein bekannt. Zahlreiche seiner Theaterarbeiten wurden im Streit abgebrochen. Von seinen geplanten Musiktheaterproduktionen wurde bis dato gar keine realisiert. Was hat Sie also hoffen lassen, dass das Vorhaben gut ausgeht? War Ihre Neugier stärker als die Bedenken? Ja, zunächst waren überhaupt keine Bedenken da. Zunächst war eher die Neugierde da, dass Schläf die alle Musiktheaterproduktionen abgebrochen hatte. Das stellt sich heute, 20 Jahre später, so dar, weil das alles biografisch genau aufgelistet ist. Das wusste man damals gar nicht so genau. Es war auch gar nicht bekannt, in welchen Provinzen er da was als Bühnenbildner oder als Regisseur angefangen oder abgebrochen hatte. Es waren ein paar von den großen Arbeiten bekannt. Es war die Person bekannt und es war diese schillernde Figur Schläf bekannt und daraus konnte man schon ableiten, dass da etwas entstehen könnte, was neuartig war. Parsifal ist ja nun auch fast zu Tode rezipiert worden seitdem und da haben wir natürlich alle immer nach etwas gesucht, was diesen Quereinstieg möglich macht. Und es ist ja nun das klassische Stück für Quereinsteiger. Wenn ich an Schlingensief denke, wenn ich an Boulez denke, dessen erste und letzte Musiktheaterproduktion das war, wenn ich an... Nicht als Regisseur. Als Dirigent, ja, ich springe zwischen Regisseur und Dirigent. Dann, wenn ich an Wolf Sesemann mit Tilman Moser in Freiburg denke, das haben wir zusammen realisiert, oder wenn ich an Bernhard Sinkel denke, den Filmregisseur, der das dann Stadt Schläf in Nürnberg realisiert hat. Es ist also etwas, was im Parsifal, in dem Stoff, in dem Stück liegt, was gerade auch für Leute, die nicht direkt vom Musiktheater kommen, so interessant sind, dass sie sich darauf einlassen. Und das dachte ich, dass das bei Schläf durchaus die Möglichkeit sein könnte. Auch als Stoff wahrscheinlich ihm sehr interessiert hat und sehr nahe lag. Er ist ja mythenaffin, würde ich sagen. Und insofern ist diese Stofflichkeit, die im Parsifal vorgegeben ist, wir kommen nachher auf die Droge zu sprechen, ob das jetzt Droge, Faust, Parsifal ist oder ob das der Gral ist oder was auch immer, dass da ein Bezugspunkt liegt, der Schläf interessieren könnte, das lag damals auf der Hand. Sie sprachen von Sprache, neuartigen Sprachbehandlung von Schläf. Nur war Wagners musikalische Sprache von der Sprechkunst seiner Zeit geprägt. Und Schläfs Stilmittel dagegen, seine fantastisch eigenwillige, bizarre Spracherfindung, die zum Teil sehr kühn, zum Teil aber besonders befremdend und zerstörerisch gewesen ist. Den literarischen Text benutzte er ausschließlich als Material und freie Versatzstücke, als Vorgabe für eigene Ideen. Wie stand es also
oben einer schläft, Respekt, seine Rücksicht gegenüber einem verbindlich festgelegten Partitur, war er willig überhaupt Wagners musikdramatischen Verlauf zu folgen. Ja, das ist das eigentliche Problem gewesen. Im Schauspiel ist es ja üblich, dass die Textvorgaben als Material hernimmt und daraus eigene Zeitvorstellungen eines Stückverlaufs konstruiert. Mittels Dekonstruktion etwas neu konstruiert. Das ist ja üblich. Im Musiktheater ist es natürlich anders, weil der Zeitverlauf durch die musikalische Horizontale streng vorgegeben ist. Und damit hatte Schläf natürlich Probleme, aber natürlich konnte ich zu dem frühen Zeitpunkt noch nicht ahnen, welche Probleme er hat. Ich kann das an einer netten Geschichte deutlich machen, wo mir das nochmal richtig klar geworden ist. 2010 bei der Generalprobe in Bayreuth zu Lohengrin, Inszenierung Hans Neuenfels, trat aus irgendeinem Grund Annette Dasch als Hauptfigur nicht auf, als Elsa nicht auf, und ehe das Cover da war, schrie Neuenfels in die Generalprobe, die ja nun öffentlich ist, also vor vollbesetztem Haus: Aufhören, aufhören, ich unterbreche die Vorstellung, aufhören, aufhören. Aber nicht nur in Bayreuth geht das nicht, vor allen Dingen aber in Bayreuth geht das nicht, weil der Dirigent weder den Regisseur hört, das Orchester sitzt unten und das ganze Publikum lachte fürchterlich, weil einmal angefangen, man nie aufhören kann. Jetzt übertragen auf Schläf und Parsifal, ihm war letztlich nie klar, dass der zeitliche Ablauf streng vorgegeben ist. Er hatte dann gleich ein Beispiel zur Hand, er wollte wissen, wer das dramatische Moment auslöst, wenn Parsifal die Bühne betritt und der Schwan erledigt wird. Jam, badim, badadadam. Und auf Pluck muss halt der Schwan erledigt werden. Und er fragte dann immer, ja, wer löst das aus? Löst das der Regisseur aus, diesen Mord an dem Schwan? Oder löst das mein Partner? Damals hieß der Dirigent noch Partner, später dann Feind. Oder löst es mein Partner, der Dirigent, aus? Also es war ihm gar nicht klar, dass es durchkomponiert ist. Es war ihm gar nicht klar, dass das musikalisch einfach festgelegt ist und durchkomponiert ist. Ihm war dann eher wichtig zu sagen, die Hörner kamen von Weber und das klingt ja so wie Weber, obwohl das gar nicht wie Weber klingt. Aber er hatte da so ganz merkwürdige Assoziationen, die eigentlich eher so Vorurteile waren. Er hatte mehr über Wagner gelesen, als selbst Wagner gehört und selbst aus der Musik heraus etwas zu nehmen, was er dann umsetzen konnte. Also insofern war das im Grunde, war die Reise, die Vorbereitungszeit sehr spannend. Aber klar war ihm das bis zum Schluss nie. Schläfs Ansichten über das Musiktheater waren ausgesprochen kontrovers. Also in dem schon zitierten Buch Droge, Faust, Parsifal findet man neben sehr tiefen Reflexionen vor allem für Musiker verstörende Sätze, wie zum Beispiel über Beethovens Fidelio. Ich zitiere: Die Gegenwart des Orchesters wird zu Qual, Inhalt und Musik blockieren sich gegenseitig. Oder dann Parsifal betreffend, seine Vorbereitung betreffend: Der Dirigent steht den Sängern im Weg, wie trenne ich mich vom Orchester und Ähnliches. Wie konnte also ein gemeinsames Konzept des Dirigenten und Pragmatikers Glocke mit dem unnachgiebigen Schläf, der übrigens auch für das Bühnenbild zeichnete, entstehen? Naja, im Nachhinein sage ich, es war eigentlich gut, dass er auch fürs Bühnenbild verantwortlich war. Da haben sich bestimmte Dinge dann früher geklärt, die sich sonst möglicherweise erst noch viel später geklärt hätten als zur Bauprobe, zum Termin der Bauprobe selbst. Ich denke, es war mit Schläf zunächst mal gar kein Ringen um ein Konzept, sondern es war ein Ringen um die Annäherung Oper. Was bedeutet Oper? Wie setzt sich das zusammen aus Bühne, aus Darstellern, aus Chor, aus Orchestergraben, aus Zuschauerraum? Also diese Dinge zu klären, die für einen Opernpraktiker selbstverständlich sind, das war für Schläf faszinierend, aber nicht selbstverständlich. Er dachte, er könne das so handhaben wie im Schauspiel, dass er diese Parameter vollkommen neu zusammensetzt. Sie hatten aber zusammen eine Vorbereitungszeit. Ja, wir hatten eine Vorbereitungszeit, und in dieser Vorbereitungszeit ging es vor allen Dingen darum,
sich dem Stück und den Hauptprotagonisten anzunähern. Ihn interessierte eigentlich das Orchester nur so als Klangmasse, nicht was da wirklich passiert, sondern was ihn interessierte, war die sprachlich-musikalische Realisierung dessen, was die Sänger wiedergeben. Also ich hatte ihm 4 Tage lang jeder Partie einzeln vorrezitiert. Das muss man sich so vorstellen, rhythmisch, deklamierend, die Tonhöhen nur andeutend, also wie eine Sprechprobe zu Schönbergs Pirouliner. Und das 4 Tage lang, jede Partie. Das hat ihn äußerst fasziniert. Er konnte da gar nicht genug von kriegen, immer genau wieder zu hören, wie diese einzelnen Partien sich rhythmisch, melodramatisch realisieren lassen. Es war ihm aber nicht wichtig, in welchem musikalischen Kontext es steht. Und er wollte das über diese Sprachmusikfindung sich erarbeiten. Wie würden Sie Schlefs Lesart der Partitur beschreiben in Bezug auf Parsifal? Das kann ich gar nicht sagen, weil so weit sind wir gar nicht gekommen, weil wir haben geklärt oder versucht zu klären, was der Gral ist. Wir haben versucht zu klären, wie sich das Verhältnis Kundry-Parsifal erschließen lässt. Wir haben die verschiedenen Ebenen der Kundry diskutiert. Also es sind ja quasi zwei Figuren, Verführerin und Versucherin und also Verführerin und Büßerin. Und da haben wir angesetzt an den Figuren, aber man kann nicht von einem festen Konzept, was wir entwickelt haben, ausgehen, sondern es war eine Annäherung an Parsifal und der Versuch einer Möglichkeit, durch diese Annäherung zu etwas zu finden, was in eine Aufführung mündet. Aber da kann man nicht von einem Konzept reden, was klar macht von Anfang bis Ende, was wir vorhatten. Das war zu dem Zeitpunkt, als wir diese Vorbereitungszeit hatten, noch gar nicht zu denken. Wir hatten das vor, zu klären im Umfeld der Bauprobe, zu der es ja dann tatsächlich kam, zu dieser Bauprobe. Aber da passierte ja der eigentliche Knall dann. Also inhaltlich war weniger, da war noch keine Rede davon, von Gral als Droge und... Nein, das kann man ja sehen, wie er das selbst entwickelt. Droge, Faust, Parsifal, das Buch, was Sie zitierten, das ist ja viel später entstanden und dass der Gral auf eine Droge reduziert wird. Plötzlich ist alles Droge, Blut ist Droge und... Der Gral selbst. Erinnerung Blut, ist Droge, ja. Reelles Blut nicht. Dass das ein Bild dafür ist, das wollte er später nicht mehr wissen. Zu dem Zeitpunkt, als wir das diskutierten, stand das durchaus noch in Frage, dass wir uns überlegten, was bedeutet der Gral. Und ich habe ihm dann immer vorgelesen aus Lohengrin, wo ist er in der Gralserzählung genau beschrieben, was der Gral bedeutet, warum das Schweigegebot ist, wie diese lebenserhaltenden Maßnahmen sich gestalten, dass man also wie in welcher Weise man vom Gral partizipiert, wer Gurnemanns ist, wer Amfortas ist, warum Amfortas diese Wunde hat, die ihm Kundry zugefügt hat und was da passiert ist und wie diese Doppelfigur Kundry, das hatten wir alles geklärt. Aber also schon inhaltlich. Ja, schon inhaltlich, aber es wurde jetzt nicht genau gesagt. Und da hatte ich auch große Sorge, was passiert, wenn er auf die Sänger trifft. Die Sänger, die ja dann immer doch eher praktisch wissen wollen, wie etwas vonstatten geht. Und das wäre sehr spannend geworden, wenn dieses Aufeinandertreffen stattgefunden hätte. Gerade wo Sie das sagen, in dem Interview zwischen Alexander Kluge und Einar Schlef kommt zur Sprache den Nürnberger Parsifal. Klar, in diesem Interview beschreibt er an einer Stelle sehr ausführlich und lebendig die wochenlangen Sprechproben, die er mit den Sängern geführt hat. An einer anderen Stelle erwähnt er, dass seine Kündigung bereits vor dem Probenbeginn gekommen ist. Und völlig überraschend gewesen ist. Was ist eigentlich richtig? Was hat sich dazu getragen? Was war der auslösende Moment für diese Kündigung? Ja, diese Sprechproben, das hatte ich ja eben gesagt, die hatten ihn derartig fasziniert, dass ihm das gar nicht bewusst war, dass er noch nicht mit den Sängern gearbeitet hatte, sondern das ging eins zu eins über von unseren Sprechproben
Proben in sein Bewusstsein, dass er schon irgendwelche Proben mit den Sängern gemacht hatte. Das war bei ihm, dieser Realitätssinn war bei ihm sehr fließend. Das kann man nicht von einem auf den anderen Tag und terminlich fixieren. Das ging ineinander über. Also er hat die Sänger weder gehört noch gesehen, noch hat je eine Probe stattgefunden. Der eigentliche Punkt war aber der, dass der Knackpunkt in der Hauptprobe, der beschrieben worden ist in dem Buch, der war eigentlich eher lapidar. Denn er kam an zu dieser legendären Hauptprobe, ich glaube im Mai 1994, und hatte ein Modell dabei, keine technischen Pläne, sondern einfach nur so ein Modell. Und die Technik musste improvisierend die Bühne sozusagen grob herstellen, damit wir uns das vorstellen konnten, wie das auszusehen hätte, oder Schläf selbst auch. Und er erklärte dann, dass an einem bestimmten Punkt der Bühne Ende sei und dass jetzt das Bühnenbild verlängert würde in den Orchestergraben hinein. Es ging also eine Schräge direkt vom Rand der Bühne in den Orchestergraben hinein. Und auf meine verwunderte, eher lapidare, trockene Frage, wie das dann auszusehen hätte, weil da würde doch das Orchester sitzen, das wäre ja jetzt gar nicht möglich, wunderte er sich genauso über meine Frage und sagte, ja, da sitzt kein Orchester, da ist ja die Bühnenschräge. Und ja, und ich habe gesagt, aber wir wollen ja Wagners Parsifal mit Orchester aufführen, wo denn das Orchester postiert würde. Da sagte er, das sei ihm egal. Und da habe ich drauf bestanden zu sagen, wir müssen das klären, wo das Orchester sitzt. Denn wir hatten schon verabredet, dass es im Orchester natürlich, im Orchestergraben platziert sein sollte. Das sagte er, vielleicht im Foyer, aber das sei ihm im Prinzip egal. Und daraufhin wurde die Bauprobe erstmal abgebrochen. Wir haben beraten, was zu tun ist, aber das war weder aggressiv noch, es war eher eine große Verwunderung, weil bis dato nie davon die Rede war, dass wir das ohne Orchester spielen sollten. Also für ihn wäre es in der Tat am schönsten gewesen, man hätte das mit Klavier und als Schauspiel oder wie auch immer. Aber das ist typisch für ihn, dieses Material benutzen von etwas, was ein interessanter Stoff ist, und das für seine Beziehung und seine Bereiche umzusetzen. Das, was wir, ja, ich erinnere mich an Faust, auch erlebt haben. Offensichtlich ging eben Beschäftigung mit dem Material Parsifal nach Nürnberg noch lange nicht zu Ende. Es inspirierte ihn nicht nur zu seinem Buch Droge Faust Parsifal, sondern 1996 inszenierte er am Berliner Ensemble Brechts Herr Puntilla und sein Knecht Matti, wo nicht nur das Bühnenbild, sondern auch die Figuren, Personenbeziehungen und die musikalische Ebene Parsifals direkt eingeflossen sind. Es wurde ein Stück Musiktheater. Haben Sie da Ihre gemeinsame Arbeit wiedererkannt? Nein, nicht die gemeinsame Arbeit, aber Schläfs Lust, mit diesen Parametern umzugehen. Also er als Puntilla war so eine Art Dirigent-Dompteur, mehr Dompteur als Dirigent, der die Massen, die Chormassen dirigierte. Die sprachen also einen Brecht-Text alle unisono und er dirigierte dazu und warf auch hin und wieder ein Wort ein, und Matti war nun Kundry und also... Ja, zum Teil war auch das Bühnenbild. Also das Bühnenbild hatte eine Entsprechung, man empfand sich da so quasi in einem Gralsgelände, so kreisförmig. Ich war ja selbst in der Aufführung in Berlin und musste natürlich sehr schmunzeln, weil vieles von dem, was wir besprochen hatten bezüglich der Realisierung im Chor und auf der Bühne und auch mit den Solisten, fand ich dort wieder, und inmitten der Dompteur Schläf, der die Massen antrieb, und sein Partner, sein Dirigent, sein ehemaliger, war er nun selbst in Personalunion als Regisseur und Dirigent. Und das Freund und Feind. Ja, Freund und Feind vereint, ja, sehr schön. Und ich erinnere mich auch an seinen Faust, das hatte ich im Fernsehen ein paar Ausschnitte gesehen. Er inszenierte auf der Straße und ließ Szenen vor dem Schillertheater laufen, und das Schillertheater war zu diesem Zeitpunkt schon längst geschlossen. Und ich weiß nicht, ob er das realisiert hatte, jedenfalls die Schauspieler und er taten so, als sei das Schillertheater nicht geschlossen, und spielten eigentlich Faust auf der Straße immer weiter. Und das fand ich natürlich auch
im Grunde sehr faszinierend. Also nach wie vor finde ich das Ganze faszinierend, aber in der Tat stieß es an Probleme, die so nicht aufzulösen waren, trotz aller Bereitschaft. Die letzte Frage. Wie beurteilen Sie heute aus der langen Zeitperspektive die damals gescheiterte Zusammenarbeit? Gibt es eine Win-Win-Situation? Immerhin haben Sie sich auch später in Ihrer Bearbeitung Parsifal-Entfernung, Sacrileg Kundry, nicht nur musikalisch ganz neuartig mit dem Stoff Parsifal auseinandergesetzt. Ja, das war nun etwa 20 Jahre später. Das ist richtig. Man beurteilt die Dinge als Autor natürlich anders, weil man als Autor eher danach strebt, die Geschlossenheit von Werken und die Geschlossenheit von Werkcharakteren zu wahren, um das schriftlich fixieren zu können, um das schriftlich final auch artikulierend fixieren zu können. Das ist eine ganz andere Situation als eine offene Interpretationssituation. Insofern gibt es natürlich immer einen Streitpunkt zwischen Interpret und Autor. Eigentlich, das sagte Heiner Müller, immer so schön, wäre das ideal, wenn der Autor auch interpretiert. Trotzdem ist es oft besser, wenn der Interpret einen anderen Autoren interpretiert, weil dadurch durch diesen Spannungsbezug etwas Neuartiges herauskommt. Ich denke, ich habe viel gelernt durch die Arbeit mit Schleef, auch wenn sie gescheitert ist, weil in der Negation dessen, was man nicht machen kann und was man machen kann, wenn man bestimmte Dinge auch gegen Widerstände durchsetzt, da liegt die eigentliche Chance. Und ich würde sogar sagen, in dem Scheitern dieses Projektes lag eine gewisse Chance, denn wir haben ja Parsifal mit jemand anders realisiert, im Wissen der Probleme, die wir mit Schleef hatten. Ich kann nach wie vor sagen, ich hätte eigentlich gerne mit ihm das Projekt gemacht. Die Ungereimtheiten bestehen und bestanden vor allen Dingen darin, dass Schleef sich in seinen Äußerungen und seinen Meinungen ständig widersprach und wechselte, schneller als man das je für möglich gehalten hat. Selbst aus der Rezeptionsgeschichte von Schleefs Werk heraus, die letzten 20 Jahre, findet man immer noch Dinge, die widersprüchlicher kaum sein können. Das ist möglicherweise auch, was uns heute nach wie vor fasziniert, weshalb wir dieses Gespräch überhaupt gemacht haben.